So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Street the Game und wir machen heute weiter mit dem nächsten Event an diesem Dienstag und es geht weiter mit den Hot Import Nights. Auf geht's. Fangen wir an mit dem Backyard Wreckfest. Wie gesagt, ein Event pro Folge versuchen wir reinzupacken. Das ist mein Ziel. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Natürlich, wie viele Rennen das sind, wenn das natürlich jetzt 20 Rennen sind, wird das ein bisschen schwierig werden, aber wir kriegen das irgendwie hin. So, auf geht's. Ah, das Auto sind 11.500. Okay, das ist auch cool. Hey, 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 ich soll mich nicht selber zerstören. Wir haben 7000 Punkte. 120 Sekunden, ich brauche Autos. Ja, die geben mir die meisten Punkte. Das schaffe ich nicht, dafür habe ich viel zu viel Zeit verloren. 8400 Punkte nur. Weil einfach ewig kein Auto gekommen ist. Wenn nur ein paar Autos mehr gekommen wären. Na komm, wir kriegen's aber noch mal hin. Wir machen das. Alles gut. Ah, der Modus wird auf jeden Fall ein bisschen lauter. Auf jeden Fall, irgendwie so das allgemeine Spiel macht ein bisschen lauter. Klar, die Grafik ist natürlich nicht die beste. Es kommt auch nicht an Need for Speed ran. Das ist klar. Aber wie gesagt, es macht irgendwo hat nur einen Sucht- und Spaßfaktor. Ich werde das Ding auf Gold haben. Kann doch nicht sein, dass wir schon wieder keine Zeit haben. Dass wir diesmal nur die Hälfte der Punkte zusammenkriegen, das kann doch nicht sein. Mein abgeschlossen ist das Ding, aber ich will es auf Gold haben. Da kam der Pfosten, der passt nicht so ganz. Kann doch nicht sein, ne? Ich krieg's nicht hin. Ich es nicht hin, gerade. Wie verbrase ich mir gerade die Zeit damit, dass wir diese Crashes nicht hinbekommen? Ich muss ja mindestens die 11.5 kriegen, wenn nicht sogar mehr. So.
Das ist sowas wie ein Bonus. Wir haben noch 10 Sekunden und ich habe keine 5000 Punkte. Ne, ich krieg's nicht hin. Ich krieg es nicht hin. Das ist nicht machbar. Für mich. Irgendwie. Ach, mach doch mal weiter. Also irgendwie will er das nicht. Und warum du jetzt rausgehst, ist mir auch eine Rätsel, ist mir auch ein Rätsel. Haben die nicht einfach gesagt, komm, ich mach mal weiter? Nö, nö, ich geh in die Werkstatt einfach. Guck, wenn du weiterkommst. So, versuchen wir es halt nochmal. Kann auch nicht irgendwie sein, dass ich das nicht hinkriege. Da gibt es ja wirklich irgendwo einen Dings. Ich habe 4000 Punkte, das kann doch nicht sein, dass ich. Dass das nicht machbar ist mit 13.000 Punkten. Der Weg geht da lang. Da steht die scheiß Mauer am Weg. Ja, fuck you. Ey, das ist doch nicht wahr. Der scheiß Weg geht da lang. Dieses Rennen ist verflucht. Ja, das leckt mich doch, ey. Ich bin im Sack. Komm, das kann doch nicht sein, dass ich dieses Rennen nicht gebacken bekomme. So. So. Auf ein 500.000. Mal. Du hast eine Minute Zeit, das alles zu zerstören. Wie schaffst du eine Minute? Wie so auch immer. Dieser Weg geht da lang und er sagt mir, nö, ist nicht. Wo will der denn da lang? Dieses Rennen will nicht. Das ist es halt. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich das nicht hinkriege. Das ist einfach keine Zeit. Das ist viel zu wenig Zeit dafür. Sonst machen wir jetzt das letzte Mal diesen Versuch und dann gehen wir dann das nächste Rennen, weil irgendwann muss es ja auch mal weitergehen. Wir fahren ja schon die schon auf einfach. Unnötige Zeitkosten, ey. Vor allem geht die Zeit auch noch weiter. Ich verliere da so viel Zeit. Das ist nicht mein Rennen gerade. Ich weiß es nicht. Es gibt ja nicht mal eine. Ja, da geht's angeblich nicht weiter. Ach, leck mich doch, ist egal. Scheiß drauf. Lass mal das Rennen einfach sein. Ich weiß es nicht, wie es gehen soll.
Er sagt, der Weg geht da lang und dann am Ende geht er da nicht lang, weil dann die scheiß Mauer am Weg steht. Komm. Oh Mann. Wieso auch immer. Nächste Rennen. Kein Bock, tatsächlich gesagt, mich da ewig daran aufzuhalten. Ich habe sowieso schon viel zu viel Zeit verloren. Fahren wir lieber ein paar normale Rennen. Ich habe jetzt auch wesentlich kurz das Schirr. Ich stelle mich rum zu ärgern. Kacken wir sowieso schon, dass ich euch weiterkomme. Drei Runden nochmal. Runde 2. Mein Scherz, das rennt jetzt nicht. Gott sei Dank, also wenigstens ist, kann man hier einfach fahren und ein bisschen Punkte sammeln und Rennen gewinnen und nicht. Ja, da wisst ihr, was ich meine. Vor 4 Sekunden. So, letzte Runde. Ah, das Rennen gewinnen wir da so wie souverän. Das haben wir gewonnen, Gott sei Dank. Das haben wir doch souverän gewonnen. So. Gut, weiter. Nächste Rennen. So, auf geht's. Auf. Kontrollpunkt, okay. Time 2. Jetzt wollen wir keine Zeit verlieren. Ja, scheiße. Wie viel das Zeit gekostet hat. Ich habe nämlich nicht auf die Karte geguckt, sondern nur auf die Straße einfach. Ja, finde ich weiter. Ja, wenn da noch einer entgegenkommen muss, ja, zwei noch. Dann wird das sowieso nichts. Nochmal 2 Kontrollpunkte. Aber es reicht. Auf Gold. Auf Gold, Gott sei Dank.
So, weiter. Nächste Rennen. Railworks. Hau doch mal ab! Der war mir fast klar. Jetzt guckt sich auf Platz 4 rum. Aber das geht schnell wieder aufgeholt, aber trotzdem. Der kleine Kollege hier, der ist scheinbar ein bisschen auf Rache aus. Hau ab von mir. Ah, Schatz, ich hab den Kartoffel wieder am Arsch. Drei Runden sind es insgesamt. So, jetzt will man wenigstens mal wieder vorne. War klar, ey. Du fährst die Kurve komplett in den Arm und du rutscht auch außen in die Wand rein. Gut, dass der sich festgefahren hat. Ich hätte da schön in die Karre gescheppert. Der da gerade aus der von links kam. Zwei Sekunden. Nein, dieses eine Rennen, das wurmt mich, ne? Da ich das nicht schaffen kann. Ja, egal. Wenn wir dann überragend die 1 stehen haben, ist es egal. Was wir Event geschafft haben. Stehe ich drüber hinweg. So, geschafft. So, Aufgabe erledigt. Nächste Stufe. Die Leute kommen, die gefangen haben, die gefunden, ein Auto und dann erhalten täglich mehr Aufmerksamkeit. Aha. Okay, weiter. Nächster. Wir müssen ein bisschen dran ziehen gerade. Wer war denn überhaupt noch? Ach, überhaupt noch nur zwei. Okay, na, da kriegen wir es hin. Dann kriegen wir es tatsächlich hin. Das ist nur das eine Rennen, wie gesagt, was mich da ein bisschen stört. Aber wir kriegen es hin. So, Kontrollpunkte Time-Time im vorgegebenen Auto. Und danach noch ein Rennen. Und dann war das auch fertig, Leute. Kurve. Noch. 5 Kontrollpunkte. Wir sitzen sind zusammen, 12 haben wir. Das hat nochmal geschafft, hat 15. Was sollten wir fahren müssen? Ah, sehe ich gar nicht. Autos oder was?
Ah. Ein Rennen noch, ne? Wenn ich es richtig sehe. So. Warte mal. Mein Rennen ist die halt im Fortnite, da waren wir doch. Genau. Das Ding müssen wir noch fahren. Und dann sind wir durch. Vier Kontrollpunkte, ne? Ach, das ist wieder so ein Rennen. Okay. Ja. Ja, ist schon verloren. Es wird schwierig werden, das zu holen. Weil du einfach nicht hier durchkommst. So, erster Punkt. Aber die Zeit ohne Ende verloren. Vor allem, weil du einfach nicht weiterkommst. Da bremst du und du rutscht einfach trotzdem in die nächste Wand. Jetzt darfst du eine Minute 8 schaffen. So, erledigt, aber eh nicht verkackt. Eh verkackt, oder? Naja, gibt nicht viel. Scheiße. So, haben wir das erledigt, dann die Aufgabe? Nee, hat er nicht gezählt, oder? Nee, wir müssen tatsächlich alles fahren, auch kleck mich doch im Arsch. Wir brauchen das auf 1 Mindestform. Also nochmal neu. Also doch nochmal neu. Ich dachte, okay, gehen wir hin. Ja, wir müssen tatsächlich alles noch einmal auf 1 schaffen. Wenn hier ist der erste Kontrollpunkt. Fuck you, der ist da hinten irgendwo. Ja, egal. Wieder verloren. Scheiße. Es kostet einfach auch nur die Zeit, alles dieses Hin- und Herfahren. Der letzte Punkt da hinten irgendwo. Dritter Platz. Reicht es jetzt trotzdem, um das Ding zu gewinnen? Oder sagt er uns, das erste Ding müssen wir noch fahren?
Ne, müssen das erst auch noch fahren. Scheiße, ach Mann. Das Ding hier noch. Scheiße, das ist etwas, was ich nicht so schaffe. Scheiße. Warum auch immer. Ich meine, wir 11.500 Punkte haben, ne? Hm. Ne. Ja, was willst du machen hier, ey? Das geht doch nicht. Wie soll ich das denn hinkriegen? Ja, falsche Richtung, leck mich doch. Ach, ich habe keine Ahnung. Wir machen dann hier Feierabend. Gewinnen wir es halt nicht. Du brauchst mir die Hilfe, Vieh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die Art Import Night, die müssen wir dann tatsächlich abbrechen. Wo wir sind, machen wir es hier weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.